Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier bei CJ. Wir gehen nochmal kurz rein und speichern. Das hätte ich gerade auch schon mal außerhalb der Aufnahme machen können. Habe ich aber nicht dran gedacht. Der ist nicht so schlau. Überspeichern nochmal eben Damn Riders. Das war nämlich die letzte Fahrtmission, die wir gemacht haben. Und jetzt gehen wir hier rein. Vertical Burg. Will you please leave yourself alone? Come on. Here? Come on. Oh, fuck! Oh, you mank mongrel. Oh, sonny. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Edinburgh? That's my dog. That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino? This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Look, okay? Hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me. Oh, hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. All right, there you go, sunshine. My heart. Yeah, sweet as. Come on, you having that, Mecca? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Nicht Torino schon wieder. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. Scheißwetter. What the actual? Wohin fahren wir schon wieder, Torino? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shit. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Okay. Auf dem Schnellboot befindet sich eine Pistole mit Schalldämpfer oder Messer. Haben wir. Junge. Du musst zu dem Schiff. Ja, dafür müssen wir erstmal auf die Karte gucken, wo das ist. Genau. Wir müssen da rechts vorbei. Gute Mission. Gut, dass wir keinen Jetantrieb haben, sondern einen vernünftigen. Jetantrieb nimmt einem viel zu viel Leistung. Sehr gut. Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Well, no. Sehr gut. Du musst in das Schiff hinein, bevor sie dich in die Luke schießen. Wenn die schwimmen, werden die Wachen dich nicht so leicht erkennen. Okay. Das ist ein Problem, denn dann müssen wir kurz in die erweiterten Optionen und die Frame-Limitierung anmachen. Jetzt sieht es für mich zwar total scheiße aus, aber für euch nicht. Finde den Kontrollraum, um die SAM-Abschussvorrichtung abzuschalten. Klau einen der Militärjets. Versuche die Wachen nicht zu alarmieren. Versuchen wir, die haben ja schöne M4s in der Hand. Oder M16 Modelle. AR-15 Modelle, sagen wir mal. Okay, hier ist außer den beiden keiner mehr. Du hast immer eine Katzen, die versuchen aus dem Schlafzimmer rauszukommen. So. Das bringt's nicht.
Niemand hat mich entdeckt, du Opfer. Scheiße, ich habe gerade nicht gelesen, was links in der Ecke stand. Alle weiteren sind weiter oben. Wahrscheinlich auf dem Stockwerk. Okay. Dummer Junge. Sei einfach ruhig. Dann passiert ja auch nichts weiter. Oh, hier seht ihr dann. Du willst doch nicht auf uns aufmerksam machen, hm? Nein, das willst du doch nicht. Sehr gut, hier sind tatsächlich gar nicht so viele Leute an Bord, wie ich gedacht hätte. Du bist besser ruhig, kleiner Mann. Sonst passiert dir noch was. Ja, eine Schleichmission mal wieder. Hatten wir ja noch nicht so viele von. Aber jetzt haben wir mal wieder eine. Und die ist auch ganz in Ordnung. Also klar, die Leute sind wieder komplett inkompetent. Merken nicht, wenn ihre Kollegen tot sind. Es sind noch wieder viel zu wenig Leute eigentlich da. Aber es ist halt immer noch GTA. Ach ja, wir müssen ja die Abschussrampe aus. Die Flugabwehr sozusagen ausmachen. Klau einen der Militärjets. Können wir jetzt überhaupt noch nach oben? Weil über uns sind ja die Leute, die Wache schieben noch. Ich hasse übrigens diese Jets zu fliegen, weil die übertrieben kompliziert sind. Ich glaube, wir klauen den hier. Und das sind zwei und die in einem 8, die Ausrichtung der Schubdüsen zu verändern. Okay. Wir hauen erstmal ab. Sind weg. Zwei das Fahrgestell einfahren. Ja, war einfach. Drücke Leertaste, um den Feind anzuvisieren. What the fuck? Ich kann das Ding hier nicht fliegen. Ich hasse Jetfliegen. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Kacke. Oh Gott, was tue ich hier? Ich muss mal ein bisschen weiter weg. Ich komme überhaupt nicht klar mit den Jets. Nur mal so nebenbei. Komm, wir fliegen jetzt einfach mal eine ganz schöne Runde, wollte ich gerade sagen, aber rund wird das nicht. Das wird ganz schön kacke. Fliegt die echt nicht so gerne. Gott, fliegt doch schneller. Geil, wir haben alle, glaube ich. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Zerstöre jetzt die Spionageschiffe. Okay. What the actual fuck? Okay, also Jetfliegen ist echt anstrengend. Das ist einfach nur schnell und unübersichtlich.
Hui, das war fast ein Crash meinerseits. Ja. Ich habe schon verstanden, wie man ein Ziel anvisiert. Das musste ich eben schon, aber... Gott, ich muss hoch. Okay, wir müssen von dieser Seite auskommen, denke ich. Gut, drei Schiffe übrig. Dann drehen wir jetzt nochmal kurz eine Runde. Knallen fast auf den Boden natürlich. Ich hasse die Steuerung von diesem Spiel. Statt dass wir einfach mit dem Raketenwerfer hinfliegen? Nein. Raketenwerfer wäre viel zu einfach. Oh Gott, wir zerschellen. Gut, ich war nicht so geplant. Ich habe jetzt aber keine Lust, da wieder hinzufahren, also machen wir es einfach kurz so. Gott, ist die Mission kacke, Alter. Erst müssen wir diese scheiß Flugzeuge zerstören, dann auch noch die Fahrzeuge. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Mag ich nicht. Bin ich kein Fan von. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder bei den Schiffen bin. Bis gleich. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Ja, damit herzlich willkommen zurück. Wenn ich schlau gewesen wäre, dann hätte ich auch mal lesen können, was da steht. Ich hätte vielleicht auch mal gelesen, dass man die Triebwerke so in Schwebeposition bringen kann. Und dass man dann so schießen kann, indem man schwebt. Aber das habe ich nicht gelesen. Fertig. Child's play. Fuck you, Torino! I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Ooh. Get up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Kriege mir den Jetflug in der Wüste und dann irgendwo auf der Landebahn. Ich wollte gerade sagen, den behalten wir aber. Ist ein schöner Jet. Ich fahre schon mal das Fluglandewerk rein. Also raus. Wir fliegen langsam natürlich. Wenn wir schnell fliegen würden, würden wir uns direkt wieder auf die Fresse packen.
Gott, wir packen uns so sogar schon fast auf die Schnauze. So, komm, lande das Ding. Eigentlich finde ich den Hydra super cool. Aber halt nur, weil er so fliegt, wie er fliegen kann. Also senkrecht starten und dann halt auch sehr schön in der Luft schweben und sowas. Wie ein Kolibri. So, jetzt landen wir das Ding hier einfach und fertig. Steuer das Flugzeug in den Hangar. Dafür müssen wir erstmal die Düsen nach hinten klappen. Und dann parken wir natürlich rückwärts. Das geht sogar. What the actual fuck? Damit hätte ich nicht mal gerechnet, dass das geht. Die Hydra wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein. Dankeschön. Ja, wir haben inzwischen das Flugzeug, den Helikopter. Und wir speichern jetzt nochmal ganz schnell. Wir sind schon wieder halb tot. Achso, ja, weil ich ja den Rest nicht mehr leise gemacht habe. Ich schätze, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Und dann würde ich sagen, wir fahren wieder nach Los Santos. Damn Rider, überspeichern. Ja, okay. Oder wir gucken mal nach, wo wir jetzt in der Nähe sind. Ja. Gut, ne? Ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich bei den Rennen von Los Santos wieder. Also da. Bis gleich. Und damit willkommen zurück. Wir sind jetzt in Los Santos. Schon wieder fast den Namen vergessen. Wir haben natürlich schlechtes Wetter gekriegt. Und wir machen jetzt hier die Rennen. Lowrider Race. Haben wir geschafft, denn das ist das Erste, was man mit Dingen zusammen macht. Dann kommt jetzt erstmal Little Loop. Streckenlänge an Kilometer, bester nicht verfügbar, bestes Resultat nicht verfügbar. Wir fahren natürlich Motorrad. Perfekt. Hasse diese Leute. Gott, nein. Hasse Motorräder. Gott. Ich hasse Motorräder. 6 von 6. Easy. Ich kann auch gerade, ach Gott, ich muss mir eine Hand von der Maus nehmen, dann kann ich mich nicht mehr nach oben steuern. Deshalb kann ich jetzt aber ein bisschen mehr so machen. So. Die können wir noch kriegen. Gott. Ja, der Fisch, der ist ein sehr guter Fahrer. Vor allem auf dem Motorrad, das ist ihm eins seiner Liebsten. Schlampe. Gott, wieso stehen hier überall so viele Laternen? Mann, wer hat denn die bestellt? Ich nicht. Was? Das war's? Okay, jetzt müssen wir natürlich nochmal machen, weil Fünfter. Minute 4 ist auch nicht so sonderlich schnell. Ich denke, in 54 Sekunden wird das gehen. Vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Am besten ist die Oma am Rand. Ja, nice, Massenkarambolage ausgelöst. Easy. Ich will eigentlich immer so ein bisschen nach vorne gucken, wo ich hinfahre, aber dann kann ich meine Hand nicht an der Tastatur haben. Dann kann ich nicht nach unten steuern, sozusagen, dass ich keinen Wheelie mache. Weil ein Wheelie ist extrem störend bei der Kacke hier. Aber wenn man bremst, macht man ja sozusagen auch geht man ja sozusagen auch nach vorne. Physikalisch. Und das sollte dann auch reichen, hoffentlich. So, dürfen wir fast geschafft haben eigentlich. Da unten ist ja gleich das Ziel. Das ist das Ziel. Fertig. 53. Wow, ich habe echt gut geschätzt, ey. Ich mag das Motorrad nicht so gerne. Backroad Wanderer. Strecklänge 3. Sieht ganz interessant aus. Ist halt oben rum.
Wieso denn alles mit dem Motorrad? Wieso hat sie vorhin so einen String an? Also nicht, dass mir das nicht gefallen würde, aber... Warum? Ja, da vorne fährt erstmal ein Rennmotorrad, wenn ich das richtig gesehen habe. Vierter. Leck mich! Achso, warte, ich sollte einen Schritt Abstand nehmen. So, das können wir gleich nochmal machen. Also von daher, deshalb habe ich mein Motorrad gerade gesprengt, weil ich keine Lust hatte, jetzt noch aufzusteigen, das Rennen zu Ende zu fahren, zu warten, bis wir es trotzdem verkackt haben. Da konnten wir es auch kurz sprengen. Oh Gott. Ich hasse den Verkehr in allen GTA-Teilen. Genau wie Freddy. Das ist richtig schlimm. Haben wir eh schon wieder verloren. Wie viel besser er auch einfach loskommt. Er hat diese ultra krasse Rennmaschine. Okay, aber er kann dafür auch kein Motorrad fahren. Wir haben immer noch einen Stern, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen der Schießerei eben gerade. Schätze ich mal. Ja, das einzige Gute, was es hat, ist, dass unsere Motorrad-Skills ein bisschen hochgehen. Da steht noch einer. Da ist der nächste. Also wir sind gleich Dritter. Zweiter können wir auch noch werden, aber Erster ist, glaube ich, nicht mehr erreichbar. Keine Ahnung, wo der schon ist. Aber die Runde ist ja noch relativ lang. Da ist der Zweite. Und da vorne ist der Erste, okay. Also auch das ist noch machbar. Wenn er nicht komplett gut fährt. Also wenn er ein bisschen scheiße fährt, haben wir richtig Luck. Und schaffen wir das sogar vielleicht noch. Ich muss nach der Mission unbedingt ein bisschen Leben tanken. Aber danach ist ja eh erstmal wieder Mission zu Ende. Ich denke, ich werde dann zwischendurch auch mal die Austern holen und so. Oh, wir sind Erster. Ich glaube, der hat sich gemault. Nice. Ja, wie gesagt, die Austern müssen wir noch holen. Die Fotos müssen wir noch holen. Die Hufeisen müssen wir noch holen. Kacke. Aber das mache ich alles in so einem Schnellcut. Nice, 1,55. Das wird deutlich besser gegangen. Ja, das cutte ich euch dann zusammen. Aber wir machen jetzt hier erstmal... Alter, das sind noch richtig viele eigentlich. City Circus. Ich habe so das Gefühl, hier ist alles mit Motorrädern. Aber warum auch nicht? Eigentlich ist Motorradfahren ja auch ganz cool, außer dass man sich halt übel schnell aufs Maul legt. Naja, gut. Die Stadien, wie hier eins jetzt rechts ist, müssen wir auch noch machen. Da hatte ich ja so übelste Probleme mit in Las Venturas. Das habe ich auch seitdem nicht nochmal probiert. Habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Aber die gehören zu 100%, das heißt, die muss ich machen. Das heißt, da muss ich auch nochmal ran. Warte mal, das ist jetzt unten, ne? Ich wollte mich gerade verarschen lassen und hochfahren, aber das ist hier unten. Ja. Die Streckenführung ist manchmal ein bisschen komisch. Also die Streckenführung an sich okay, aber... ja, ich weiß nicht, diese Dinger werden halt scheiße angezeigt. Also dass man denkt, man muss da erstmal hochfahren. Ich hab grad übelst trockene Lippen. Kein Winter, Fisch hat aufgerissene und wunde Lippen natürlich. Wie immer. Penner. Die Gebiete können wir auch alle nachher noch mehr erobern, aber das gehört nicht zu 100%. Wollt ihr das sehen? Wie ich in einem Part nochmal alle Gebiete einnehme, vielleicht in einem Speed-Teil? Ich weiß es nicht, ob das interessant ist. Vielleicht mache ich dann nochmal so eine Compilation, wie ich... Oder, ja, keine Compilation, einfach nur ein Speedrun, um die Gebiete einzunehmen. Fick dich! Steig auf! Bevor die Gegner kommen. Dass sie noch nicht da sind, ist ein Wunder aller. Fotze! Wieso fahrt ihr alle so mega beschissen? Ich hasse euch! God damn it! Meine Fresse, ey. So, geschafft.
Sehr gut. So, drei noch. Winewood. Eine große Runde. Ah, wir dürfen Auto fahren. Schön, aber kein gutes Auto. Scheiße, warum dürfen wir denn keinen Blister fahren? Der fährt ein 7er. Da vorne fährt noch ein Jaguar mit. Und wir fahren irgend so einen Drecksschleuder, Alter. Wow, er hat den Baum erstmal umgefahren. Und so ein richtig räudiges Gerät. Warum dürfen wir nicht den Jaguar fahren? Der ist tausendmal besser. Ich glaube, der pinke ist ein Jaguar und der andere auch. Also der mit Verdeck. Einmal geschlossen, einmal offen halt. Höhö. Abgezogen. Sehr gut. Hier oben ist dann ja auch unsere nächste Quest. Ich weiß nicht, ob die im nächsten Part dann schon weitergeht. Wie gesagt, vielleicht mache ich zwischendurch nochmal so eine Aufnahme, wo ich einfach mal schnell die ganzen, also eins zum Beispiel hole, also alle Hufeisen oder... Das war nicht so gut. Ich glaube, wir haben verloren. Ja, ich glaube schon. Ja. Gut. Komm, das machen wir nochmal. Denn da waren wir runtergefallen. Das konnten wir gar nicht mehr machen. Hier, da. Zwei Jaguar, ein Blister. Das ist nicht mal das gleiche Scheißauto, was ich fahre, sondern ein viel schlimmeres, ein viel besseres sogar noch. Und der Typ, der hinter mir war. Der fährt da jedes Mal den Baum um, oder zumindest jedes Mal einer fährt den Baum um. Perfekt. Und dieses Mal sind wir gleich als Erster durch. Ja, gut. An Nebenmissionen. Ach scheiße, wir müssen die Polizeimission machen. Ich glaube, wir machen als nächstes wirklich die scheiß Polizeimission. Die können uns echt weiterhelfen, ohne Scheiß. Haben wir nicht mehr Schutzweste. Und wenn wir Schutzweste haben, dann hat die uns bisher jedes Mal eigentlich den Arsch gerettet. Und wenn wir noch mehr haben, dann rettet die uns noch besser den Arsch. Ich glaube, das machen wir. Wir machen im nächsten paar Polizeimissionen, und zwar 12 Stück. Ha, oh, das war schon wieder richtig Klaus. The fuck, Alter. Da hatte ich schon wieder Angst, dass ich tot bin. Meine Fresse, ey. Sehr gut, naja. Gut, das ist eine große Runde, die wird noch ein bisschen lange dauern. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum man nicht ein schnelleres Auto gekriegt hat für so eine große Runde. Aber wer bin ich schon, das zu hinterfragen? Das ist ein Range Rover. Geiles Teil. Aber den fahren wir nicht so oft. Ich finde den neuen Range Rover auch schicker als den alten, muss ich sagen. Mir gefallen ja im Allgemeinen eigentlich die alten Autos besser. Aber der neue Range Rover gefällt mir irgendwie gleich 10-mal besser als der alte. Ich habe ganz schnell aufgeholt. Habe ich voll den Umweg genommen oder was? Ich komme hier gar nicht hoch. Oh, es ist kacke. Ich glaube, ich habe eben voll den Umweg genommen, Alter. Mit diesem den Berg runterspringen. Weil vorher hatten wir richtig viel Abstand eigentlich schon. Und dann auf einmal gar nicht mehr. Ich bin mir auch immer unsicher, wo die scheiß Pfeile hinzeigen in den Dingern. Gut, der Part ist auch eigentlich schon zu Ende. Ach, der ist ja schon erst seit 10 Minuten zu Ende. Ja, easy, ne? Also wir machen das jetzt noch zu Ende. Immer wieder eine XXXXXXXXXL-Folge. So wie jede zweite ungefähr. Aber ist ja nicht so schlimm. Sehr gut. Haben wir geschafft. 10.000 für jede Platzierung ist auch richtig lächerlich viel. Müssen wir jetzt noch zwei oder noch eine machen? Noch zwei. Und die ist richtig lang. Okay, nee, komm, weißt du was? Dann würde ich sagen, hoffe ich, es hat euch gefallen. Und man sieht sich im nächsten Part, wenn wir die Mission hier zu Ende machen. Wir haben jetzt ja schon, weiß nicht, 5 Minuten überzogen ungefähr. Ich kann es echt nicht einschätzen, weil ich muss ja ein bisschen cutten. Wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.